Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer vierten Vorlesung im Wintersemester zum Thema Christentum und Strafrecht oder richtet nicht. Sie werden sich erinnern, dass wir zur Einführung Tolstoi und Victor Hugo bemüht haben, um zu zeigen, dass eigentlich die Umgangsform mit den Menschen, die am Boden liegen, Güte, Verständnis und Mitleid sein müsste. Und mit den sogenannten Schuldiggewordenen ein tieferes Durcharbeiten ihrer Not und der Hintergründe ihrer Problemstellungen. Jeder, der vom Christentum irgendwas gehört hat, hat sich das sogar bis in den Innenraum seiner privaten Anschauung und sittlichen Grundhaltung zu eigen gemacht. Er betet dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Damit gibt jeder zu verstehen, dass er zu den Schuldigen selber gehört und nur lebt durch Vergebung. Das ist ein theologisches Argument, das sich herleitet aus der Evidenz der Botschaft Jesu, aber nicht ein dogmatisches Sondergut darstellt, sondern eine Botschaft für jeden Menschen, der in seine Lage Einsicht gewinnt. Wir können nur leben durch eine Güte, die uns umfängt, gerade auch in den Punkten, wo wir fehlerhaft sind und Fehler begangen haben. Wer das für zu theologisch hält oder gleich schon Gott im Hintergrund als Zumutung betrachtet, kann auch psychologisch Zugang gewinnen zu der gleichen Einstellung. Immer wieder wird gegen den Versuch, den wir hier unternehmen, das Argument vorgebracht werden, du denkst zu viel an die Täter und zu wenig an die Opfer. Was machen die Opfer? Deshalb müssen wir immer wieder im Hintergrund auch die Lage derer bedenken, die unter einem traumatischen Erleben leiden, denen Unrecht zugefügt wurde. Wie sollen die damit umgehen? Natürlich kann man ihnen nicht beipredigen, du musst aber jetzt vergeben, du musst an den Täter denken, der hat auch seine Probleme. Das wäre psychisch eine Überforderung und machte aus dem, was Jesus wollte, eine neue moralische Gesetzesvorschrift. Das wäre gänzlich falsch verstanden, wenn wir von Einfühlung, von Sensibilität dem Täter gegenüber sprechen, haben wir sie natürlich genauso aufzubieten, auch für das Opfer. Ich muss jetzt nicht schildern, in welcher einer Staffel jemand sich herausbewegen kann oder doch sollte, wünschenswerterweise, aus dem, was er erlitten hat. Aber dass er nicht stehen bleiben sollte, bei dem Standpunkt, ich brauche Wiedervergeltung, ich brauche Revanche, ich habe gelitten, der andere soll auch leiden. Das ist ganz deutlich. Denn psychologisch fügt sich damit das Opfer auf lebenslänglich das, was es erlitten hat, in einem Dauerstatus zu. Es versteinert die Seele an der erlittenen Vergangenheit und kommt nicht mehr davon los. Er schaut nur noch nach rückwärts und wird dabei so starr wie Lots Frau, die beim Schrecken, beim Untergang von Sodom immer wieder daran gehindert wurde, sich nach vorne zu bewegen. Auch dem Opfer müssen wir gönnen, wünschen und behilflich sein, die Fähigkeit zum Vergeben zu gewinnen. Im Privaten ist uns das mehr oder minder deutlich. Als humane Erfahrung, als psychologische Evidenz, als religiöse Grundeinsicht. Nun kommt es völlig anders. Wir haben einen Staat, bei dem wir förmlich erwarten, dass er Strafen ausspricht, dass er nicht vergibt, im Namen der Gerechtigkeit überhaupt nicht vergeben kann noch darf, der sich weigern wird, Ausnahmen zuzulassen. Die Persönlichkeit des Täters spielt insofern eine Rolle, als sie untersucht wird, psychiatrisch oder sonst wie, ob ihr eine bestimmte Tat überhaupt zuzutrauen ist. Ob eventuell sie in ihrer Entscheidungsfreiheit eingegrenzt war, ob mildernde Umstände in Frage kommen. Alles Weitere aber wird in einem Strafprozess nicht interessieren. Wie jemand dahin kam, das zu tun, was er tat, wie er geprägt wurde in Kindertagen, welchen Charakter er ausgeprägt hat, wird eher belastend auf ihn im Urteil geltend gemacht werden. Er hat gefühlskalt gehandelt. Er war brutal, er hatte überhaupt kein Einfühlungsvermögen, eine Bestie also. All das hat Gründe in der Seele eines Menschen.
Und wir selber, die wir uns heute diese Vorlesung anhören, werden Glück gehabt haben, dass es für uns anders kam. Mit anderen Worten, wir leben als Christen und als Bürger im christlichen Abendland in einer komplett schizophrenen Situation. Das, was wir persönlich tun, was wir begreifen als menschlich absolut notwendig, soll nicht gelten, hat keine Geltung zu haben im Staatsraum. Da haben wir ein Strafrecht zu haben und daran haben wir uns so gewöhnt, dass die Idee auch nur, es müsste anders sein, wie völlig fremd ist. Freilich, sie ist revolutionär, sagen wir es kurz geschlossen. Man hat Jesus unter anderem dafür ans Kreuz geschlagen, dass er die Staatsgrundlagen des römischen Imperiums in diesem Punkte auch in Frage stellte. Gewalt, Krieg, Strafrecht. Das alles ist mit der Botschaft Jesu nicht zu machen. Das unterwühlt diese Art von Staatsautorität. Wir haben von Augustinus in der letzten Stunde noch gehört, dass spätestens nach Konstantin, nach 312 nach Christus, aus dem Christentum, der Botschaft Jesu in Gestalt der Kirche, eine Staatsreligion gemacht wurde. 391 ist das römische Imperium nur noch bestehend in seinen Bürgern aus Christen. Eigentlich kann man sagen, ist dann das Christentum erledigt, denn es ist nur noch eine ideologische Spielform des Staatsapparates. Und dieser Zustand währt bis heute. Ausgenommen, dass sich die Politik, das staatliche Selbstverständnis aus den Händen des Christentums gelöst hat. Ein Prozess, den wir in der Folge dieser Vorlesungsreihe uns vor allem in den Tagen der Aufklärung 17. bis 18. Jahrhundert noch genauer anschauen werden müssen. Die Schizophrenie aber besteht an sich, wir müssten, gestützt auf die Botschaft Jesu, dahin wirken, den Staat zu vermenschlichen. Das soll nicht sein, darf nicht sein. Augustinus meinte um 400 nach Christus, wir können nicht erwarten, dass das Reich Gottes hier auf Erden bereits wirklich wird. Wir beten darum in jedem Vater unser, dein Reich komme und mein damit vergehen möge diese Welt mit ihren staatlichen Einrichtungen. Das ist revolutionär, gar keine Frage. Augustinus setzte diese christliche Revolution aus. Er verhieß sie dann als eine Hoffnung am Ende der Zeiten. Und dazwischen wäre die Kirche ein Interregnum zwischen der Botschaft Jesu und der Wiederkunft Jesu am jüngsten Tage. Mit anderen Worten, wir begehen eine Hängebrücke, die über einen Fluss, einem Strom gespannt ist, in den wir nicht abstürzen sollen, aber über die wir uns hindurchhangeln müssen, um irgendwann beim Richtigen anzukommen, das wir uns unterwegs leider noch nicht leisten können. Immerhin ist dabei ein Gefühl noch für ein ungelöstes Problem gegeben im Christentum, die sogenannte Erbsünde. Ein Dogma, das vollkommen aus der Zeit gefallen scheint. Wir aber werden im Verlauf der Vorlesung immer wieder darauf zurückkommen. Es ist der Maßstab. Wie viel Verständnis haben wir für die Tragödien des menschlichen Lebens? Das im Grunde ist gemeint mit der Lehre von der Erbsünde, dem Sündenfall Adams und Evas, mit der Unfähigkeit des Wesens des Menschen, das zu tun, was er wirklich will, wofern er existieren soll und muss, im Kessel der Angst statt des Vertrauens aufzublühen. Diese Zusammenhänge haben wir Grund, immer wieder zu beachten und als Parameter zur Bewertung der Theorien einzusetzen, denen wir jetzt begegnen werden. Das Paradox ist, wir haben bereits im 13. Jahrhundert, im Mittelalter, in wichtigen Autoren das Gefühl für die Vorläufigkeit der bestehenden Ordnung restlos verloren. Wir haben eine Festschreibung des Bestehenden als von Gott gewollt, unbedenklich, um so weiterzumachen. Ich versprach am Ende der letzten Vorlesung, dass wir heute einsteigen werden mit den Staatstheorien, die im Mittelalter von Kirchentheologen, kirchenkritischen Juristen, innerhalb der Kirche revolutionär denkenden Mönchen in subtilen Überlegungen zu Papier gebracht und uns überliefert wurden. Der vielleicht wichtigste, weil folgenreichste Autor ist Thomas von Aquin. Jeder, der mit Theologie sich auch nur entfernt beschäftigt hat, kennt den Namen dieses Mannes. Er ist so wichtig, dass seine Lehren, die Summa Theologica, die er geschrieben hat, Traktate über das Wesen und das Seiende,
in der Ausbildung der Theologen bis in die 60er, 70er Jahre weltweit im katholischen Raum für verpflichtend gemacht wurden. Die scholastische Theologie im Sinne des Thomas von Aquin war der Schlüssel zum Verständnis der Kirchendogmen, zum Verständnis des richtigen Denkens über Gott und die Welt und bezogen dann auf alle relevanten Fragen. Was ist Ethik? Was ist Sittlichkeit? Et voilà, was ist der Staat? Eine Schrift aus der Feder des heiligen Thomas von Aquin lautet denn genauso über das Wesen des Staates. Der Fürstenspiegel, Herrschaft der Fürsten, nennt sich eine relativ kleine Schrift, die mittendrin abgebrochen ist, aber in der alles steht, was wir wissen müssen. Vor allem wird sie sehr beeindrucken, die überragende Größe, wenn es nicht des heiligen Thomas wäre, dann des Aristoteles, 4. Jahrhundert vor Christus, Lehrer des Alexanders des Großen. Aristoteles hat gerade über die Scholastik, über Leute wie Thomas von Aquin auf das sogenannte christliche Abendland eine überragende Einflussgröße erlangt. Und immer werden wir sehen, dass mit diesem heidnischen Philosophen 330 vor Christus die Botschaft Jesu in die Philosophie so übertragen wird, dass die eigentlichen Ansätze völlig zum Verschwinden gelangen. Ich beginne Ihnen den Fürstenspiegel oder die Herrschaft der Fürsten aus der Feder des Thomas von Aquin zu erläutern, muss ich noch ein wenig davon sprechen, in welcher Zeit das kleine Traktat geschrieben wurde. Es ist eine Abhandlung unter den Päpsten Urban IV. Und Clemens IV. Von Urban IV. Haben Sie im vergangenen Semester schon ein Stück gehört. Thomas von Aquin sitzt in Viterbo am Hofe dieses Papstes und er ist es, der den Staufer Manfred, der Nachfahre Friedrichs II. Auf dem Kaiserthron, verhindern will. Und um das zu tun, setzt er ausgerechnet Karl von Anjou in Italien und auf Sizilien ein. Karl von Anjou wird eine Schreckensherrschaft dort entfalten, aber dem Papst ist er genehm. Auch das werden Sie noch in Erinnerung haben. Der Papst fürchtet, dass die Staufer Friedrich II. Von Sizilien und Unteritalien aus, weil er gleichzeitig auch natürlich Kaiser der Deutschen ist, eine Zange um den Entfaltungs- und Machtbereich des Papstes legen könnte. Und deshalb sucht er nach Gegenkräften, um das zu verhindern. Thomas von Aquin ist es, der 1264 das Fronleichnamsfest einführt. 3 Jahre vorher hat er an seinem Hof, am Hofe des Papstes in Viterbo, als Magister Sacri Palatii, als theologischer Fachberater, das Offizium, das Pflichtgebetsformular des Festtages zu Fronleichnam eingeführt. Auch das werden die meisten, die noch in die Kirche gehen, katholischerseits kennen, weil es an dem Tag gesungen wird. Clemens IV. Sorgte dafür, dass am 6.1.1266, am Fest der Erscheinung des Herrn, Karl von Anjou zum König von Sizilien gekrönt wird. Manfred, der Nachfolger der Staufen, fällt in der Schlacht bei Benevent. Er gerät bei Tagliacozzo als der letzte Staufer, der 14-jährige Konradin, dem Anjou in die Hände, und er lässt ihn prompt hinrichten. Damit ist die Dynastie der Staufer ausgerottet, in gewissem Sinne unter päpstlichem Befehl. Nicht nur seiner Duldung, sondern seines Wunsches entsprechend. Und unter diesem Papst also tut der heilige Thomas in Viterbo Dienst und verfasst just in dieser Zeit des machtpolitischen Durcheinanders, eigentlich der Skrupellosigkeit der Papstherrschaft selber, sein Traktat über die Herrschaft der Fürsten. Das Büchlein bricht ab im 4. Kapitel des 2. Buches. Es wird vollendet 40 Jahre später von einem Tomäus von Luca. Das muss uns hier nicht interessieren. Das, was Thomas selber geschrieben hat, langt für unsere Zwecke. Wir müssen noch dabei sagen, dass mit dem Tod des letzten Staufers in Deutschland die kaiserlose, die schreckliche Zeit beginnt.
Der nächste Papst ist Gregor der Zehnte, unter dem am 1. Oktober 1273 Rudolf von Habsburg zum König gewählt wird. Und Thomas selber verstirbt auf dem Weg zum 4. Allgemeinen Konzil in Lyon, das 1274 einberufen wird. Das alles müssen Sie in den Einzelheiten sich nicht merken, steht auch in den Geschichtsbüchern. Aber was Sie wissen müssen, ist, alles, was Sie jetzt hören, in der Theorie, was ein Staat sei, ist geschrieben worden und gedacht worden in dem Tumult der Zeitgeschichte. Und was Sie sofort wundern wird, mit keiner Zeile wird darauf auch nur Bezug genommen. Es geht dem heiligen Thomas, wie ich ihn respektvoll in Kirchentradition nenne, nicht darum, die wirkliche Geschichte zu interpretieren, nicht zu begreifen, wie ein Staat wirklich ist, was ein Papst wirklich ist. Er spricht davon, was sie sein sollten. Und was den Staat angeht, da fühlt er sich in bester Gesellschaft, er kann zurückgreifen, über 1500 Jahre zurück ins antike Griechenland zu Aristoteles. Sie könnten erwarten, dass unter den Zeitumständen eine Abhandlung über den Sinn und die Aufgabe politischer Herrschaft aus der Feder eines der bedeutendsten, für Jahrhunderte maßgebenden Theologen Gelegenheit böte, den Beteiligten auf den Thron, ob Papst, ob König, ob Kaiser, energisch ins Gewissen zu reden. Aber genau das passiert absolut nicht. Thomas von Aquin tut im Gegenteil auf seine Weise alles, weit ab von dem aktuellen Geschehen, danach zu fragen, welchen Zielsetzungen ein Staat, weil er ein Staat ist, folgt. Ich sage noch nicht einmal folgen sollte. Das Wesen ist das Tun, so denkt Thomas. Das Handeln folgt dem Wesen. Wenn man also weiß, was das Wesen eines Staates ist, kann man erwarten, dass der Staat auch in der Wirklichkeit so ist wie beschrieben. Wenn nicht, kann man die Messlatte kritisch anlegen, aber das hat mit dem Wesen des Staates gar nichts zu tun. Wir werden dem am Ende dieser Vorlesungsreihe nochmal begegnen bei Hegel, der eigentlich diese Art von Denken, die Umkehrung der Botschaft Jesu in eine fertige philosophische Systematik zu Ende konzipiert hat. Da ist der Staat die an sich zu sich selber gekommene Vernunft an und für sich. Und der Bürger, weil er frei ist und vernunftrechtlich, kann gar nicht anders, als mit diesem Staat sich einverstanden zu erklären. Im Grunde meint das Thomas auch. Nur benötigt er noch mehr Theologie, nicht reines Denken dafür. Wir werden das noch erleben. Fragen wir, was überhaupt ist ein Staat? Streichen wir einmal weg, was wir im letzten Semester lang gelernt haben, wie denn die Staaten vom antiken Sumer in verschiedenen Kulturen, unter anderem dann auch in europäischen, entstanden sind, unter welchen Machtverhältnissen sie sich gebildet haben, wie die Spuren ihrer formativen Phase sich erhalten haben. Fragen wir mit Thomas nach dem Wesen, überhaupt nicht nach historischen Bedingungen. Wie kommt dann ein Staat zustande? Und welche eine Aufgabe kommt dann dabei einem Regenten zu? Thomas möchte mit seiner Arbeit eine Wahrheit mitteilen, die nicht einer bestimmten Zeit angehört oder nach einer bestimmten Zeit durch den Fortschritt der Geschichte überholt wäre, sondern die überzeitlich gilt. Und das ist ein Anspruch, der auch verspricht, uns selber zu betreffen. Eine überzeitliche Wahrheit hat Geltung natürlich über die Zeit hin auch für uns. Sie beansprucht eine bleibende Aktualität. Und so will sie gelesen sein, so, dass sie uns heutige nötigt, über das Wesen der Macht noch einmal neu nachzudenken. Mit Thomas von Aquin zu fragen, wo stehen wir? Das ist das Erste. Das Zweite, in der Absicht, die Natur des Menschen als eines Gemeinschaftswesens zu erfassen, argumentiert Thomas einerseits philosophisch mit dem Zeugnis der Vernunft, wie es ihm von Aristoteles überliefert ist, in dessen bedeutender Schrift die Politeia, die Politik, und zum anderen theologisch mit der Offenbarung Gottes, wie sie in der Bibel für den Glaubenden vorliegt. Das sind die zwei Erkenntnismittel, die im Mittelalter und auch in der Theologie bis heute die üblichen sind. Man hat die Offenbarung, die steht nun in der Bibel, und man gebraucht die Vernunft, um sie richtig zu verstehen.
Und das Paradox ist, die Vernunft selber findet sich ausgeprägt und am besten formuliert für Thomas bei Aristoteles, aber eigentlich gehört sie allen Menschen. Aristoteles hat nur ausgesprochen, was vernünftigerweise nach den Gesetzen der Logik ein jeder denken könnte und folgerichtig denken müsste. Es geht daher um die Einheit von Denken und Glauben. Das ist das Bemühen des Thomas in all seinen Schriften, also auch hier. Und dennoch besteht ein wichtiger Unterschied. In den sonstigen Überlegungen beschäftigt sich Thomas theologisch mit Gott, mit Christus, mit den Lehren der Kirche. Jetzt hier ist sein Thema im Fürstenspiegel einer vollkommen säkularen Einrichtung der menschlichen Geschichte gewidmet, eben dem Staat. Und die Frage stellt sich deshalb, was von diesem Gebilde aus der Sicht Gottes bzw. im Sinne der Offenbarung zu halten ist. Eine Antwort darauf versucht Thomas, indem er das Problem des Politischen als erstes in eine Frage der Schöpfungstheologie verwandelt. Das ist ein Gedanke, den Sie auch bereits vorgeprägt finden, im Sachsenspiegel zum Beispiel oder 1531 in den Konstitutionen von Melfi aus der Feder Friedrichs II. Aber Thomas macht es konsequent. Er begründet den Staat aus dem Wesen des Menschen und der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Also hat der Staat seine Grundlage in der Schöpfungsordnung Gottes selber. Das ist Metaphysik für die Geschichte. Das ist ein Generalanspruch, die gesamte Politik, die in der Weltgeschichte sich aufführt, von einem zentralen Aspekt her zu interpretieren und zu begreifen. Natürlich, Thomas betrachtet den Staat als eine natürliche Einrichtung. Das wird auch nach ihm so sein. Aber was heißt hier natürlich? Von welcher einer Natur ist die Rede? Ist damit gemeint, die Menschen, so wie sie im Raume der Natur, gewissermaßen biologisch oder sagen wir es modern, im Erbe der Evolution als Abkömmlinge von schimpansenähnlichen Vorfahren sich aufführen? Ist das die Natur? Verdient das als Schöpfung Gottes betrachtet zu werden? Eigentlich ja. Oder ist gemeint die ideelle Natur des Menschen, sein Wesen, das sich geistig begründet? Und ist das beides einfach ein und dasselbe? Das Problem sieht Thomas von Aquin überhaupt nicht. Es zerreißt aber in der Folgezeit die Interpretation des sogenannten Naturrechts. Wir werden das noch miterleben. Es ist in jedem Falle möglich und notwendig, die natürliche Vernunft heranzuziehen. Da könnten wir sagen, wissen wir ungefähr, was gemeint ist. Gemeint ist das, was wir von alleine durch Vernunftgebrauch denken könnten. Wo wir keine fremden Autoritäten benötigen, was in unserer Seele oder in unserem Kopf oder im Herzen so liegt, dass wir es mit eigenen Mitteln zu erkennen vermöchten. Und da sei nun, behauptet Thomas, der Schlüssel, um zu begreifen, was ein Staat seinem Wesen nach ist und folglich in der Realität sein sollte. Unbefangen und ganz wie selbstverständlich folgt Thomas eben, weil er den Staat auf Vernunft und Vernunftargumente gründen möchte, den Gedanken des großen Griechen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, um die Wirklichkeit seiner christlichen Politik und Geschichte zu begreifen. Das scheint paradox. Man muss noch bedenken, dass Thomas von Aquin alleine gar nicht auf die Griechen gekommen wäre. Eigentlich konnte er gar kein Griechisch, noch weniger konnte er Arabisch, aber den Arabern verdanken wir die Vermittlung der Griechen ins Abendland hinein. Eine der Drehbühnen dafür ist Toledo im Gebiet der Maurenherrschaft in Spanien. Da übersetzt man die Griechen ins Arabische. Juden vor allem können beide Sprachen, Arabisch und Latein, und so gerät es ins Abendland. Und dann steht man vor der Frage, wie kann man den damals kulturell, auch philosophisch, überlegen scheinenden muslimischen Autoren Christentum entgegensetzen. Die berufen sich auf Aristoteles, also tut Thomas das auch. Aristoteles hat Jesus nie gekannt. Er hätte ihn auch nicht verstanden. Er hat zentrale Thesen aufgestellt, die dem, was Jesus wollte, zentral widersprechen. Aber bei Thomas kommt das nicht mehr vor. Seine Vernunft braucht er, um den Staat zu begründen. Und dann haben wir eine Offenbarungswahrheit, die mit Philosophie
vollständig ohne dies nicht zu erkennen ist. Wir brauchen die auch, um die Offenbarung zu verstehen. Aber das werden wir noch erleben. Wenn ich eingangs noch vorhin sprach von der Schizophrenie, die wir als Christen und als Bürger eines Staates in uns tragen sollen, werden wir jetzt erleben, wie bei Thomas von Aquin, was bei Augustinus noch in einer Zeitachse zwischen diesseits und jenseits auf einer Brücke ausgespannt über dem Abgrund ausgemacht werden konnte, in zwei Ebenen gleichzeitig übereinander gelagert wird. Wir haben nichts zu erhoffen, wir haben eine bleibende, stabile Gegenwart. Und in die müssen wir uns einrichten, durch Vernunft und durch Gottgläubigkeit. Was lernen wir von Aristoteles? Die Frage ist, was ist der Mensch und wie entwickelt sich er in seinem Zusammensein zum Staat? Thomas philosophiert mit Aristoteles im Grunde heidnisch und er stellt sich einen guten Staat vor inmitten einer guten Natur, als hätte er in der sogenannten Erbsündenlehre von dem Verderbnis der Natur nie gehört. Als wüsste er nicht um die Erlösungsbedürftigkeit gerade auch des menschlichen Wesens und aller Einrichtungen in der menschlichen Geschichte. Das wohlgemerkt steht bei Friedrich II. In den Konstitutionen von Melfi am Anfang. Da steht im Sachsenspiegel am Anfang, den Staat, die Sozialordnung, die wir haben, ist aufgeklebt auf eine Welt, die nach dem Sündenfall sich verändert hat. Sie ist nicht einfach naturgemäß. Wir haben zu tun mit Habgier zum Beispiel, das ist im Paradiese gar nicht vorstellbar, mit Eifersucht, mit Konkurrenz, mit Hassgefühlen, mit Angst, mit Aggression. All dem muss man Rechnung tragen, wenn man einen Staat leiten will. Kein Problem beim Thomas von Aquin, so wenig wie bei Aristoteles. Die Menschen sind fähig zum Guten, sie wissen, was gut ist, sie werden es tun und der Staat ist eine Ordnung, darüber zu wachen und es zu verwalten. Kann man sich das so einfach machen? Ein solcher Standpunkt ist schon deswegen erstaunlich, weil Thomas von Aquin nicht einmal im christlichen Raum, nicht einmal in den säkularen Verfassungsschriften im Sachsenspiegel unter den Staufern zur Kenntnis genommen hat, wie viele Skepsis die Herrscher dieser Welt in christlichem Erbe sich selber auferlegen. Bei Thomas brauchen sie das nicht zu haben, sie müssen lediglich sich richtig verhalten. Und das kann man ihnen sagen, wie das sein soll. Tugendhaft. Dass die Welt, so wie sie sich findet, von Gott überhaupt nicht so gemeint ist, gesteht sich Thomas von Aquin nicht länger mehr ein. Die augustinische Sicht entfällt gänzlich. Sie taucht später wieder auf in der Reformationszeit und dann eigentlich, um den Konflikt nicht zu lösen, sondern noch ärger zu machen. Auch das werden wir noch miterleben. Eine dritte Vorbemerkung ist nötig. Man muss mit Erstaunen sich fragen, wozu es noch einer Kirche bedarf, wenn doch bereits die Natureinrichtung aufgrund der göttlichen Schöpfung die menschliche Wirklichkeit so wunderbar eingerichtet hat. Für Augustinus war die Menschengeschichte trotz all ihrer Konflikte und Kontraste eingebettet in die Heilsgeschichte. Irgendwann würde der Weltstaat aufgelöst und abgelöst durch den Gottesstaat. Für Thomas wird aus dieser Geschichtstheologie oder Teleologie ein ontischer Stufenbau. Der Staat ist dazu da, die natürliche Gegebenheit des irdischen Menschen zu ordnen und zu verwalten, mit ihm das irdische Glück, lateinisch die Felicitas, zu ermöglichen. Darauf aufbauend dann, auf ein geordnetes Staatswesen, erschließt die Kirche dem Menschen die überirdischen Verheißungen des Himmels, die Beatitudo, die ewige Seligkeit, zu welcher die menschliche Natur sich nur Kraft der göttlichen Gnade zu erheben und zu vollenden vermag. Mit einem Wort, wir sind wohlbestallt im Staat auf Erden und in der Gnade Gottes im Raum der Kirche. Und das eine baut auf dem anderen auf. Ein guter Staat, eine gute Kirche, die beiden passen zueinander wie zwei Hände, die sich zum Gebete falten. Das Verhältnis von Staat und Kirche ist damit nach Vernunft und Gottes Willen auf das Vortrefflichste geordnet. Man muss gewissermaßen nur wie auf der Akropolis in Athen an der Hand des Aristoteles die Propyläen durchschreiten, um mit den Parthenon
als die Stätte der Gegenwart göttlicher Weisheit Einzug zu halten. Unter diesen Umständen mutet es an wie ein bitterer Kommentar, dass im gleichen Jahr, da der Traktat des Thomas entsteht, im Jahre 1265, Dante Alighieri in Florenz zur Welt kommt, der in seiner göttlichen Komödie den Päpsten seiner Zeit, insbesondere Boniface dem VIII. Und Clemens dem V., die Nachfolger der Päpste, unter denen der heilige Thomas Dienstherr in Viterbo, das Strafgericht Gottes zuweisen wird. Der Kontrast zwischen der Wesensschau des Theologen und der Geschichtswahrnehmung des Dichters könnte größer kaum sein. Aber verfolgen wir nach dieser längeren Einleitung erst einmal den Gedankengang des heiligen Thomas, ehe wir zu den Unbegehbarkeiten seines Konzeptes selber gelangen. Die Frage haben Sie gehört, Sie stellen sie sich selber und Sie können sich glücklich preisen, dass Sie zumindest eine Antwort heute Morgen erfahren dürfen. Mit der Aufforderung verbunden zu fragen, ob sie denn so stimmen mag. Warum und wozu gibt es den Staat? Was ist der Grund seiner Entstehung? Die Causa efficiens, die Wirkursache also. Und was ist seine Zweckbestimmung? Die Zielursache, die Causa finalis. Wir haben genügend im vergangenen Semester über die Entstehung der Staaten, die Mechanismen, die dahin führen, als die immer gleichen überall auf Erden uns Rechenschaft gegeben. Wir haben betont, eigentlich ist die Machtergreifung, die die Staatsgründung zur Voraussetzung nimmt, die Ausdehnung eines bestimmten Clans. Sie können das in gewissem Sinne zeitgleich beobachten, wenn Sie nach Albanien schauen, ein Staat, der darauf wartet, dass er in die NATO aufgenommen wird. Da hatten Sie die UÇK vor kurzem. Eine Clanherrschaft in Terrorwillkür, aber unterstützt vom Westen, um seine Macht auszudehnen. Inzwischen ist er an der Macht und nun haben wir eine staatliche Ordnung. Natürlich braucht es dann Paragraphen, Begriffe, es muss Festigkeit geben und den Zusammenhalt der Bevölkerung. Eigentlich ist sie unterjocht, aber man tut es mit nationalem Stolz. Man vereinigt sich darunter, man übt Gewalt aus und damit hat man im Erfolgsfalle das Recht, die Gesetze zu erlassen, die dem Staatserhalt dienen sollen. So war das und so ist das. Aber die Faktizität des Geschichtsverlaufs beantwortet nicht die Frage nach dem Wesen. Was ist wesentlich ein Staat? Da kann man nicht erklären, das ist mal so gewesen und das wird auch immer so sein. Man will wissen, was los ist. Das ist so ähnlich, wie wir wissen wollen, warum geht am Morgen die Sonne auf. Dann können wir nicht sagen, das war schon immer so oder das haben wir noch nie anders beobachtet. Wir brauchen plötzlich Isaac Newton, wir brauchen ein Stückchen Mechanik dabei, wir brauchen Kepler, um die Umlaufbewegungen zu erkennen, eine ganze Menge angewandter Physik. Hier jetzt brauchen wir ein Stückchen Metaphysik. Denn begreift man das Wesen von etwas, so schließt sich wie in einem Ring der Anfang und das Ende, der Ursprung und das Ziel, die Causa efficiens und die Causa finalis, die Ursachenentstehung und die Zielvorgabe in einen dynamischen Kreisgang zusammen. Nach Aristoteles ist der Mensch, ich muss das Griechisch sagen, jeder kennt das, der ein bisschen Philosophie gelernt hat, ein Zoon politikon. Zoon ist so viel wie Zoo, wird auch so geschrieben, hat zu tun mit Lebewesen. Und das griechische Wort dafür ist das Lebewesen, Zoon. Politokon, Politikon ist schwierig zu übersetzen und auch eine Frage, wie Thomas das verstehen wird. Politikon kommt von Polis und das ist im Griechischen die Stadt. Davon kommen Wörter wie Polizei und Politik bis heute. Wir sprechen die Sprache der Griechen mindestens im eingedeutschten Fremdwörterbestand. Kann man das so übersetzen? Dann wäre der Mensch ein Stadtbürger. So meint Aristoteles das nicht. Er denkt an der Polis zwar in Athen, gar keine Frage, aber seine wichtigsten Schriften schreibt er in Mazedonien. Es geht ihm nicht um das historische Athen, das sich selber im Krieg gegen Sparta um jede Macht beraubt hat und herabgesunken ist, fast zur Bedeutungslosigkeit. Die Römer stehen schon vor der Tür, den gesamten Korridor in ihr Imperium einzugliedern. Es geht, Aristoteles, um das, was man einen Staat nennt.
Und so müssten wir jetzt übersetzen. Es ist der Mensch ein staatliches Wesen. Für gewöhnlich versteht man so on politikon als ein Gemeinschaftswesen. Das ist auch gemeint und richtig. Aber für Aristoteles ist beides in Identität. Die Gemeinschaft des Menschlichen ist das Staatliche. Und darauf kommt es jetzt sehr an. Ein Beispiel: Die Menschen sind staatsbezogene Wesen, vermöge ihrer Sprache. Damit erfasst natürlich Aristoteles etwas ganz Bedeutsames. Selbst bei 98% Identität des Genoms zwischen Schimpansen, den heute Lebenden, und dem Menschen, dem Homo sapiens sapiens, ist der wesentliche Unterschied gegeben durch die Sprachfähigkeit. Die macht uns zu Menschen. Was Aristoteles nicht schreibt, können wir als Argument für die Begründung seiner These in Anspruch nehmen. Die Menschen haben die Sprache entwickelt, um miteinander in Kontakt zu bleiben, sich zu verständigen. Das ist die Folge ihres Spracherwerbs. Aber wir müssten auch zurückschließen, wir Menschen haben die Sprache entwickelt durch den dichten Zusammenhalt des Lebens miteinander. Offensichtlich war das evolutiv ein Riesenvorteil unserer Spezies Vorfahren, so dicht miteinander zu kooperieren und erfolgreich zu sein durch Informationsaustausch, dass der Spracherwerb zur Überlebensstrategie werden konnte und so fest eingerichtet ist, dass in dem Köpfchen jedes Lebewesens, das als Mensch zur Welt kommt, die Anlagen zum Spracherwerb gleich mitgeliefert werden. Das ist wirklich ins Genom des Menschen eingeschrieben, dieser Unterschied zu den uns nahestehenden Primaten. Aristoteles meint, dass die Menschen sind jetzt nicht nur gesellschaftlich lebende Lebewesen, sondern staatsbezogene Lebewesen, vermöge der Sprache. Und nun geraten wir doch in Staunen. Wieso? Bloß weil wir miteinander reden, sollen wir Staatsbürger sein. Können wir nicht friedlich zusammensitzen um ein Lagerfeuer an irgendeinem Seeufer, hinausschauen, wie die Sonne über dem Meer untergeht und friedlich leben? Brauchen wir einen Staat für alles das? Und wie hängt die Sprache denn mit den Verkündigungen ausgerechnet der Politiker zusammen, die meist eine Sprache reden, die die Bürger kaum noch verstehen, auch damals schon Mühe hatten zu begreifen? Auf den Staat bezogen, meint Aristoteles, ist der Mensch deshalb, weil er in allem nach dem Vollkommensten strebt. Da kann man denken, Donnerwetter. Wir Menschen sind sprachbegabt, vernunftfähig und wir sind nie zufrieden mit dem Einfachen. Wir wollen das Vollkommenste, im Grunde das Perfekte. Und nun ist der Staat, der aus mehreren Dörfern zusammengesetzt ist, die vollkommene Gemeinschaft. Die Ableitung ist also einfach. Wir Menschen können sprechen, wir Menschen leben in Gemeinschaft, wir Menschen leben in bestimmten Dörfern, aber das ist unvollkommen. Vollkommen ist ein Staat, der das alles zusammenfasst in einer eigenen Ordnung. Und nun kommt es wirklich heftig, wie mit Donnerschlag. Aristoteles, wörtliches Zitat, er, der Staat, ist das Ziel jener Gemeinschaften, der Sippen und der Dörfer. Das können wir mit großen Lettern an die Wand schreiben, wenn wir im Hörsaal wären. Die Familie wird vollkommen im Staat. Bis dahin haben wir gehört, der Staat selber ist die Erweiterung der Clanwirtschaft. Die Familie vergrößert sich, Sippeninteressen prallen aufeinander, die Stärksten setzen sich durch, eine der Siegreichen ergreift die Macht und so entsteht der Staat. Ganz anders bei Aristoteles. Es ist die Wesensvervollkommnung unserer Anlagen, dass es den Staat gibt. Die Familie, der Clan erweitert sich, die vielen Dörfer schließen sich zusammen auf wundersame Weise und dann haben wir den Staat. So sind wir auf die Bindung an den Staat hingeordnet. Und das soll unser Wesen sein, behauptet Aristoteles. Und er behauptet, das Ganze ist höher als der Teil. Und nun kehrt sich die historische Ordnung im Wesen gesprochen vollkommen um. Der Staat ist höher als wir selber. Wir kommen auf die Welt über die Familie, das ist das Unvollkommene. Nicht nur um im Staat anzukommen, sondern das Vollkommene ist der Seinsgrund selber, weil er das Ziel vor allem ist. Die Causa finale steht am Anfang. Es macht die ganze Entwicklung ja nur Sinn,
dann vorausgeht, was sein soll. Deswegen ist der Staat im Grunde früher als die Individuen. Und damit ist die Zuordnung von staatlicher Autorität und Individuum gleich mitgegeben. Das alles erfahren Sie in einem kleinen Abschnitt bei Aristoteles. Und wenn Sie es da nicht lesen, könnten wir es in diesem Fürstenspiegel aus den Händen des Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert nochmal lernen. Und wenn Sie es da nicht gelernt haben, darf man erwarten, dass Sie rund um den Globus als Theologiestudenten der römisch-katholischen Kirche genau das eingeprägt bekommen. So haben Sie zu denken über den Staat, die natürliche Ordnung, über die Rechtsnorme, auch über das Strafrecht. Dass Gott das so geoffenbart hat, im Alten Testament, können wir nicht bezweifeln, da steht es wirklich anders. Was Jesus davon dachte, muss man gar nicht mehr erinnern, denn wir haben ja die Vernunft und wir haben die Offenbarung, die wir mal schnell reduzieren auf das, was im Alten Testament steht. Auf die mosaische Ordnung, auf das Staatswesen des antiken Sumer. Das alles sind kritische Fragen, die in keinem theologischen Hörsaal so gestellt werden, die wir aber als Theologen, als Christen zurückmelden müssen an die Kirche wie an den Staat. Und deswegen ist das Thema Kirche und Strafrecht oder der Ausspruch Jesu richtet nicht ein zentrales Thema zur Veränderung von allem. Für Aristoteles ist eines deutlich: Könnte jemand selbst genügsam leben, ohne Teil eines Staates zu sein, so wäre er entweder ein wildes Tier oder gar ein Gott. Das heißt bei Aristoteles, er müsste vollkommen im Freien leben können, ohne sozialen Zusammenhalt. Oder er wäre völlig autark, dann wäre er wie Gott selber. Obwohl, als Grieche könnte er wissen, dass das bei Homer anders aussieht. Die olympischen Götter haben immer wieder miteinander zu tun, bilden da nicht gerade einen Staat, aber dann doch. Sie haben Zeus als Oberhaupt, darunter haben sie Sendboten, alle möglichen Sachwalter. Das bildet keinen Staat, weil das wäre zu ungemütlich. Auf dem Olymp hat jeder sein Vergnügen und sein Ärger miteinander, gegeneinander, eine eigene Geschichte. Wer wollte da Gott auf dem Olymp sein, außer dass er Nektar trinken dürfte, das ihn unsterblich machen würde? Was das wilde Tier angeht, kann Aristoteles sich sehr irren. Ich habe immer eine große Hochachtung vor den Leuten, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts oder sagen wir schon Jahrtausend, vor dem Weißen Haus ihre Pässe verbrannten. Sie wollten nicht mehr Bürger der USA, von God's own country sein und miterleben, dass der Neokolonialismus in Südostasien als Freiheitskrieg geführt wird, dass über 65.000 GIs ihr Leben lassen für einen Vergewaltigungskrieg, ein Verbrechen, bei dem 2 Millionen Südvietnamesen ermordet werden. Nicht mehr Bürger dieses Staates. Aber was ist man dann? Staatenlos? Anarchist? Aber wäre das nicht eine Auszeichnung? Wir lösten uns aus einem Staat, bei dessen Verbrechen wir immer mitwirken, spätestens wenn wir Steuern zahlen. Rüstungshaushalt, Rüstungsgeschäfte, Kriegsvorbereitung, Geheimdiplomatie, Standardlügen, um das alles zu vertuschen, ständige Kriegsbereitschaft des einen gegen des anderen. Da sind wir bei, sind wir verpflichtet mitzumachen. Soll das unsere Natur sein? Für Aristoteles war da kein Bedenken. Natürlich muss ein Staatsbürger bereit sein, seinen Staat zu verteidigen. Wie immer das geht, wer es kann, muss es dann tun. Für einen Christen aber ist das ein riesiges Problem. Und für Thomas, der bei Aristoteles so fleißig in die Schule geht, müsste es eines werden. Da es sich so nicht verhält, müssen wir das nachtragen. Seien wir nicht undankbar, lernen wir erst einmal, was Thomas selber von Aristoteles gelernt hat. Ein Staat bei Aristoteles wird nicht durch Gewalt dem Bürger aufgedrungen, nicht einmal nötig ist eine vertragliche Regelung unter den Bürgern. Das wird ein Muster, das sich entwickelt mit Thomas Hobbes schon im Leviathan, aber dann immer weitergeht. Bei Rousseau ist der Gesellschaftsvertrag das Modell. Im 18. Jahrhundert, auch darauf kommen wir nochmal,
Es ist eine solche Vertragsregelung für eine Staatengründung nicht einmal ideell zu setzen. Jeder ist, weil er ein Mensch ist, Bürger eines Staates oder des Staates. Ergo, der Staat unterdrückt nicht das individuelle Leben, er bietet ihm vielmehr eine wesensnotwendige Möglichkeit zu seiner Entfaltung. Ein Mensch, der sich selber begreift, ist fröhlich, in einem Staat zu sein. Und wir hören nochmal, dieser Staat ist die Grundlage seiner Existenz. Er wäre überhaupt nicht ein Zoon Politikon, wenn nicht der Staat schon immer wäre. Das ist nun wirklich sehr ungeschichtlich gedacht. In diesem Sinne denkt auch Aristoteles nicht als Geschichtsphilosoph, ist ein völlig fremdes Thema für seine Metaphysik. Er denkt den Menschen vom Wesen her. Und da muss man sich nicht fragen, wie ein Staat begründet wurde. Die Wesensnotwendigkeit für die Existenz eines Menschen ist, dass es den Staat gibt. Wie der entstanden ist, wo der herkommt, ist gar keine sinnvolle Frage. Er ist in gewissem Sinne so ewig wie die Sternenbahn am Himmel. Von dieser aristotelischen Auffassung zeigt Thomas sich derart überzeugt, dass er sie zur Grundlage all seiner weiteren Überlegungen nimmt. Wäre es die Bestimmung des Menschen, wie viele Tiere vereinzelt zu leben, würde er keine anderen Leitung bedürfen, um sein Ziel zu erreichen, schreibt er gleich eingangs. Ein jeder wäre sein eigener König und nur Gott würde als höchster Herrscher über ihn gebieten. Insoweit er sich selbst durch das ihm geschenkte Licht der Vernunft in seinen Handlungen leiten lassen würde. Schon kann man wieder Luft schnappen und fragen, ja, aber Thomas, wäre das nicht das Ideal? Wäre das nicht genau das Paradies? Jeder wäre frei in seiner Vernunft, verstünde sich untereinander und mehr wäre gar nicht nötig. Wenn Gemeinschaftsarbeiten zu verrichten sind, sähen alle das ein, fasten gemeinsam an. Wir brauchten keinen Staat. Er aber fährt fort, sagt selber aber, es ist aber die natürliche Bestimmung des Menschen, dass wir gemeinschaftliches und staatliches Leben erschaffene Geschöpfe zu sein. Ein solches Geschöpf muss gesellig leben, weit mehr als alle anderen Lebewesen. Das hat etwas in sich, das über Aristoteles hinausgeht und das wir beachten sollten. Denn ein solches gemeinschaftliches Leben ergab sich, wie gerade noch gehört, für Aristoteles durch die Sprache. Die vermag Leid und Freude auszudrücken. Und die ist dazu da, das Nützliche und das Schädliche klarzulegen und in der Folge davon das Gerechte und das Ungerechte. Aristoteles betrachtete den Menschen nicht als ein Produkt der Gesellschaft. Er betonte im Gegenteil ausdrücklich, dass die Staatskunst nicht die Menschen hervorbringt, sondern sie von der Natur übernimmt und von ihnen Gebrauch macht. Ebenso beurteilte Aristoteles auch die Nutzung des von der Natur Gegebenen, die das Kapitalerwerbswesen ausmache, dessen Ordnung dem Hausverwalter zukommt. Er muss sich um die notwendigen Geldmittel für seinen Haushalt kümmern, sowie für das Wohlergehen und die rechte Lebensweise seiner Familie. Insofern ist jedes Haus, jede Hauswirtschaft, jede Familie ein Teil des Staates und der ist ganz ähnlich wie die patriarchale Familie selber gegliedert. Eigentlich nur quantitativ erweitert, aber im Kern, in der qualitativen Struktur gleichbleibend. Es folgt, auch die Frauen und die Kinder sind zu erziehen auf den Staat hin. Und umgekehrt obliegt es dem Staat, Gesetze über die Erziehung zu erlassen. Wie kann er das machen? Da brüten wir gerade in unseren Zeiten, in welcher eine Art unterrichtet werden soll, großes Chaos zwischen den Ländern. Aristoteles eigentlich einfach zu konzipieren, vier Fächer nur: Lesen und Schreiben. Das ist umfassend. Wer schon mal lesen kann, hat natürlich auch zu lesen. Und da sind die Griechen Meister der Literatur. Bis heute führen wir ihre Tragödien, ihre Komödien auf, lesen ihre Texte und schreiben natürlich. Körpertüchtigkeit, das war ein griechischer Mythos, der uns aber noch erhalten geblieben ist. Die Lateiner gaben das wieder. Ein gesunder
Geist kann nur wohnen in einem gesunden Körper. Also hatten sie das Gymnasium, das war ursprünglich eine Nacktschule für die Körperertüchtigung. So wurde man an humanistischen Gymnasien tatsächlich, als es sie noch gab, erzogen. Gemäßigt wurde das. Es gab einmal eine Stunde pro Woche auch Turnunterricht, aber das haben wir mehr Turnvater Jahn in Deutschland zu verdanken als Aristoteles. Wichtiger, künstlerische Bildung und Zeichnen und Malen. Das wäre Musik und Zeichnen. Vier Fächer für den Körper, für den Geist und für die Sinne. Wenn wir dächten mal, es wäre für Kinder, um sie zu erziehen, nicht gleich für den Staat, das klammern wir mal auf, aber für sich selber, um harmonisch wachsen zu können, ein großer Wert zu legen auf Bildung in Zeichnen, Malen, Musik, Spielen. Sogar die Körperertüchtigung müsste ja nicht, wie es die Griechen pflegten, athletisch geprägt werden. Wie wirft man den Speer und den Diskus? Wie macht man aus kriegsähnlichen Handlungen paramilitärische Vorbereitungen zur Körperertüchtigung? Sondern wie kann man das spielerisch machen? Dass es Freude macht. Da kann Wettkampf sein, aber doch nicht ernsthaft Kampf. Man bereitet sich nicht auf den Krieg vor. Sport wäre dadurch ausgezeichnet, dass es ein Spiel bleibt. Auch da können wir uns was vormachen. Natürlich ist Fußball ein Sport, auch die Formel 1 ist ein Sport, aber sie kann lebensgefährlich werden, wie wir gerade hatten. Und wenn eine Mannschaft verliert, gehen Millionen Pleiten damit einher. Sie darf nicht verlieren. Wir haben ein Geschäft daraus gemacht und dann ist es kein Spiel mehr, sondern der Ernstfall. Aber das sind Nebensachen. Eines ist unterschiedlich zu diesem Griechen. Thomas weicht in einem wichtigen Punkt von seinem Lehrmeister ab, denn er begründet den Staat damit, dass der Mensch anders als die Tiere nur durch die Arbeit seiner Hände imstande sei, die Voraussetzungen zum Leben zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ein Einzelner, meint er, ist dazu nicht fähig. Und so muss er der Natur entsprechend gesellig leben. Das ist etwas, das später aufgegriffen wird. Bei Pufendorf zum Beispiel argumentiert mit der Imbecilitas, der Mangelhaftigkeit des Menschen. Er kann als Einzelner inmitten der Natur, wie wir sie haben, nur bestehen durch Zusammenhalt. Und das trifft sogar für die Evolutionsgeschichte unserer Spezies vollkommen zu. Wie eingangs gesagt, die Sprache ist ein Ergebnis der Reaktion, gemeinschaftlich standzuhalten, den permanenten Gefahren, auch der Beschaffung von Nahrungsmitteln, von Sicherheit, von Unterkunft. Das alles kann kein Einzelner. Er müsste schon in der Überlebenstechnik fast einem Eskimo gleich sehr weit gediehen sein, um in der Wildnis zu überleben. Manche Indianer haben das gelernt, aber das sind die Ränder dessen, was wir Kultur und Zivilisation nennen. Meist ein Schicksal im Übrigen für Bestrafte, denen man zumutete, zurückzufallen in die Asozialität. Richtig bleibt es, was uns zusammenhält, ist also nicht nur eine Bestimmung des Wesens von innen her, sondern auch ein Druck der Natur, die Notdurft unserer Existenz im Äußeren zu beantworten durch Kooperation. Das erinnert ein Stück weit und weicht dennoch sehr ab von der Theorie, die wir marxistisch übernommen haben. Für die Marxisten ist der Mensch das Produkt seiner selbst durch Arbeit. Er hat sich gewissermaßen aus dem Primatenzustand zum Menschen entwickelt, eben indem er ständig in Gemeinschaft arbeiten musste. Und so ist der Mensch beides. Produkt seiner selbst durch Arbeit und Gemeinschaftswesen im Gleichen. Und so hat er sich selber geschaffen. Das kann nicht die Auffassung des Thomas sein. Für ihn bleibt der Mensch ein Geschöpf Gottes selbstverständlich. Und so nimmt der Aristoteles und sieht das, was dort als Wesen bezeichnet wird, als von Gott vermittelte Schöpfungswirklichkeit. Aber dieser praktische Akzent, der davor liegt, ist tatsächlich charakteristisch.
Sie müssen sich vorstellen, dass Aristoteles der Oberschicht im antiken Griechenland zugehört. Die brauchte buchstäblich nicht zu arbeiten, außer geistig. Körperliche Arbeit wurde verrichtet von den Sklaven, von den Hausangestellten, von den Abhängigen. Insofern ist es für Aristoteles gar kein Gedanke des Menschen, in ihrer hohen Würde, in ihrer Vollkommenheit mit der Primitivität von körperlicher Arbeit zu tun hätten. Geistig zu denken, lesen und schreiben, ja, das ist menschliche Tätigkeit, eines wirklichen Menschen würdig. Die Sklaven sind in diesem Sinne keine Menschen. Sie sind Gegenstände. Menschenfüßlein heißen sie auf Griechisch. Insofern spielt Arbeit keine Rolle. Manche haben gemeint, dass die ganze griechische Philosophie vor allem die bedeutenden Entdeckungen in Geometrie, in Physik, in Naturwissenschaften bei den Griechen lahmgelegt wurden, weil die praktische Bedeutung all dessen, was sie längst erkannt hatten, nicht zur Anwendung kam. Und dadurch stagnierte es durch den sozial gespaltenen Hintergrund. Möglich ist das. Ein Mann wie Archimedes erfand zum Beispiel die Schraube, mit der man Wasser einfach durch das Fließen des Flusses hochpumpen kann zur Bewässerung. Eine ungeheuer praktische Entwicklung. Archimedes wusste, dass man bei den Handwerkern zuschauen muss, um dabei zu lernen. Wie messen die zum Beispiel den Kreisumfang? Wie kommt man auf die Kreiszahl Pi? Wie können die eine Felge legen um ein Rad? Rein praktisch, sie haben mit der Kreiszahl Pi nie etwas angefangen. Wie machen die das? In diese Richtung haben die antiken Griechen ihre Philosophie, ihre Denkungsart nicht weiterentwickelt. Die Römer schon. Und es ist charakteristisch, dass dieser praktische Akzent auch im Betrachten des Menschen von Thomas an dieser Stelle richtig eingebracht wird, um die Zusammenordnung menschlicher Tätigkeiten in ihrem Wesen im Raum des Politischen organisiert dann und verwaltet einzuführen. Auch das notwendige Wissen über die natürlichen Gegebenheiten und Zusammenhänge kann natürlich nicht ein Einzelner allein erwerben. Das wussten die Griechen selbstverständlich. Man musste vor allem in die große Bibliothek von Alexandrien gehen. Da war das gesamte Material schriftlich, so gut es ging, gespeichert. Man kaperte die Schiffe, suchte sie durch, ob irgendwas Geschriebenes auf Papyri eingetragen wäre, in die Bibliothek von Alexandrien. Da war es zu finden, aber das ist die Leistung ja nicht eines Einzelnen. Das ist das zusammengetragene Wissen und dann auch in staatlicher Aufsicht. Es wird gehütet, verwaltet, ermöglicht durch Organisation und entsprechende Zuordnungen. Ein Großteil des erworbenen Wissens wird durch Sprache weitergegeben in schriftlicher Form, wiederum nur in Gemeinschaft möglich. Allein die Entdeckung der Schrift bedarf ja eine Verabredung, welche Zeichen für alle verbindlich einen bestimmten Lautwert annehmen sollen, wie man Hieroglyphen liest. Darüber muss es eine gesetzmäßige Vereinbarung geben, eine Verpflichtung. Wie haben wir im Deutschen zu schreiben? Leider haben wir da viel zu viele Verpflichtungen. Alle paar Jahre hat der Buchdruck Erfolge, indem eine neue Duden-Konferenz wieder neue Rechtschreibregeln einführt. In der Antike war man beständiger. Die alten Ägypter konnten ihre Hieroglyphenschrift mindestens über 1500 Jahre einfach lassen, wie sie ist. Das war bei den Mayas in Mittelamerika schon wieder anders. Das war eine Kleinstaaterei und die Schreiber dort hatten die Kreativität zu Abwandlungen. Eine ganz große Schwierigkeit für die Archäologen, für die Amerikanisten. Wie liest man die Maya-Hieroglyphen? Das hat lange gedauert, ehe man dahinter kam. Aber heute kann man das ungefähr auch in den Varianten alles lesen. Kurzum, es ist das gesellige Leben eine Notwendigkeit, schreibt Thomas, damit der ein von dem anderen unterstützt werde und verschiedene damit beschäftigt seien, durch ihren Verstand die verschiedenen Erkenntnisse zu finden. Das kann man richtig finden. Nun würde freilich eine Gesellschaft, in der viele zusammenleben, und jeder nur auf das bedacht ist, was ihm selber angemessen erscheint, nach entgegengesetzten Richtungen auseinandergeraten. Falls nicht eben da jemand wäre, der für das Sorge trägt, was das Wohl der Gesellschaft selber betrifft. Es muss also ein Regent her.
Und der muss das je eigene der vielen, das die Unterschiede bedingt, durch das Gemeinsame zur Einheit verbinden. Daraus ergibt sich wie von selbst das Ethos des Politischen. Wenn eine Gesellschaft von Freien, von ihrem Führer, auf das Gemeinwohl der Gesellschaft hingelenkt wirkt, so wird diese Regierung recht und gerecht sein, wie es Freien angemessen ist. Wenn die Führung sich nicht das Gemeinwohl der Gesellschaft, sondern den persönlichen Vorteil des Führers zum Ziel setzt, so wird die Herrschaft ungerecht und wider die Natur sein. Wider die Natur, das bedeutet für Thomas, wie sich hier zeigt, nicht die biologische Natur, wo im Rangstreit innerhalb einer Tierherde gerade derjenige zum Führer aufrückt, der sein eigenes am stärksten durchzusetzen vermag, sondern es bedeutet die innere Ordnung der Vernunft in der Wesensanlage aller Dinge. Ein Führer ist nur nötig, um die auseinanderstrebenden Eigeninteressen der vielen zum Wohle aller zusammenzuführen. Also darf logischerweise der Führer nicht sein eigenes im Sinne haben. Und in dieser Forderung besteht gewissermaßen das oberste Gebot politischen Handelns. Nicht der am meisten, sondern der am wenigsten Eigensüchtige ist zur Rolle des Führers geeignet. Wer hingegen in der Regierung nur seinen eigenen Vorteil verfolgt, nicht aber das Wohl der ihm untergebenen Gesellschaft, heißt ein Tyrann. Eine solche Tyrannis, eine solche ungerechte Herrschaft muss freilich nicht von einem Einzelnen, sie kann auch von mehreren in Form einer Oligarchie ausgeübt werden. Das sind wir heute Zeuge. Wir haben in dem Sinn keine Demokratie, wir haben eine Elitenführerschaft, vor allem in der Hochfinanz. Wenige Leute, die ein Einkommen oder einen Besitzstand haben, mehr als 2/3 des ganzen Restkörpers, und die beherrschen natürlich als Oligarchen. Und wie tun sie das? Zu ihrem eigenen Vorteil. So eine Oligarchie kann genauso eine Tyrannei sein. Sie wird nicht ausgeübt, unmittelbar mit Polizeigewalt, wenn nötig freilich auch. Aber ihre Mittel heute jedenfalls sind die leichten, die Softwareintelligenz. Wenn die ungerechte Regierung von vielen geführt wird, so heißt das, meint Thomas, Demokratie. Das ist Volksherrschaft, in der die breite Masse durch die Macht ihrer Überzahl die Reichen unterdrückt. Auch das hält er für möglich. Es kann das Volk so an die Macht kommen, dass es tyrannisch vorgeht. Dann hätten wir zum Beispiel die Arbeiter- und Bauernrepublik. Oder wir hätten 1789 das Sans-Culottes-Regime. Die Armen ergreifen die Partei und sind das Volk. Von unten also wie von oben ist Tyrannei möglich. Von der Diktatur des Proletariats genauso wie durch die Kleptokratie oder Plutokratie der Banken und Konzerne. Gleichwohl, wie Aristoteles, so sieht auch Thomas, bei allen Entartungsmöglichkeiten den Staat als eine große Familie, indem er die Rolle des Oberhaupts der Familie nun dem Staatsoberhaupt in Gestalt des Königs zuteilt. Wir haben Vaterstaat und wir haben patriarchalisch gedacht dann auch den Regierenden, meist ein Mann. Eigentlich können das auch Frauen. Wir haben im Ägypten 15. Jahrhundert Hatschepsut an der Macht. Wir haben in den Tagen des Cäsar in Ägypten Kleopatra. Aber das sind Ausnahmen in der Antike. Wir können es dabei stehen lassen. Es wird lediglich noch eines aufgenommen zur Begründung der Staatsform. Es müsse der Staat die 3 Klassen, aus denen er sich zusammensetzt, in eine Einheit bringen. Das sind zum einen die unersättlich Reichen und die Habgierigen. Dann sind die zum Aufruhr stets geneigten Armen, also Oberschicht und Unterschicht, und dazwischen gleichermaßen in der Mitte sind diejenigen, die am Erhalt des Bestehenden am meisten interessierten, die Bürger.
Das kann man bis heute so betrachten. Nun aber kommt die Lehre des Aristoteles hinein. Er hat in der nikomachischen Ethik darüber nachgedacht, was Tugend sei. Und die Lehre entwickelt, dass zwischen den Extremen der Mittelweg identisch sei mit der Tugend. Also beispielsweise, wie definiert man Tapferkeit? Es gibt das eine Extrem, die Feigheit. Sie ist das ganze Gegenteil. Darüber hinaus gibt es aber auch die Tollkühnheit, die Unbedenklichkeit. Beides ist nicht vernünftig. Und der Zwischenweg zwischen Tollkühnheit und Feigheit ist nach Aristoteles die Tapferkeit. Oder die Tugend der Sparsamkeit. Es gibt den Knauser, der alles bei sich behält und jede Geldausgabe verweigert. Er spart im Grunde ständig, aber nutzlos. Und es gibt den Verschwender. Sparsamkeit ist eine Tugend, weil er dazwischen liegt. Und genauso müssten wir jetzt vom Staat denken. Er ist richtig angeordnet durch die Mitte. Auch das ist ein Gedanke, den wir in der Politik heute ständig hören. Alle Parteien drängen zur Mitte. Da ist der wahre Staat, den muss man erhalten. Den Mittelstand muss man pflegen, wenn der verloren ginge. Natürlich bleibt für uns aktuell die Frage, ja, wo ist denn der Mittelstand? Wo ist er? Er wird immer mehr ausgedünnt. In 2/3 der Menschheit ist er überhaupt nicht da. In den sogenannten Entwicklungsländern haben wir eine Staatsform wie eine Wespentalie. Die Mitte existiert nicht, wo eine breite, proletarisierte Unterschicht im Prekariat und darüber eine schmale Oberschicht, in deren Händen alles Geld, Verwaltung und Macht konzentriert ist. Genau dies, dass es keinen Mittelstand gibt, ist Charakteristikum der sogenannten Entwicklungsländer. Aber siehe da, wir entwickeln uns sehr schnell unter dem Druck der Kapitalvermehrung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, dem wir uns ausgeliefert haben, in einen ähnlichen Zustand wieder hin. Der Mittelstand wird beschworen, aber in Wirklichkeit ist die Bipolarität zwischen oben und unten, zumindest in naher Zukunft, das Schicksal, das wir uns selber bereiten. Hören wir immerhin von Aristoteles und von Thomas, wir sollten Mittelwege anstreben. Dann können wir vorweg schon sagen, diese Staatstheorie wird nicht das werden, was Jesus je gewollt hat. Man braucht dafür kein Wort der Bergpredigt, um zu begreifen, wie Thomas seinen Staat eingerichtet sehen will. Jesus ist ein Extrem, ein Revolutionär. Und das genau darf man nicht sein. Es ist untugendhaft, nicht Mittelstandsbürger zu sein. Hat Jesus je dem Mittelstand das Leben leicht gemacht oder ihm Mut gemacht, sein Genügen daran zu finden? Also man gründet eine Familie, man erwirbt als Handwerker oder getreue Bürger Einnahmen, für die man Steuern abträgt. Man ist im reinen Gewissen mit der Umgebung der Ordnung, die einem verordnet wird. Man tut seine Pflicht. Und das wäre das Wohlergehen des irdischen Bürgers im Raum des Staates. An keiner Stelle hat Jesus so gelebt. Hat er gewollt, dass wir das für unsere Bestimmung hielten. Und warum nicht? Und deshalb nicht, weil er glaubte, dass die Art, wie wir die Menschen, die mit der sogenannten Ordnung nicht zurechtkommen, mit den bürgerlichen Statuarien und Reglements ausgestoßen gehören. Jesus wollte, dass wir aus deren Sicht alles nochmal neu ordnen würden. Aus der Sicht der Habenichtse, der Verlorenen, der am Boden liegenden. Das ist extrem. Welch ein Staat dürfte das tun? Das ist ja nicht nur Sozialhilfe, das ist ja die Umkehrung von allem, was der Mittelstandsbürger sich erhofft. Ein Anschlag auf ihn selber, ein permanent schlechtes Gewissen, eine Aufforderung, sich über die Grenzen hinaus zu bewegen. Wir lesen nur ein bisschen Thomas von Aquin und ein bisschen Aristoteles. Und wir begreifen, wie eine Spur gelegt wird, die bis heute eine Staatsphilosophie und eine Einheit von Staat und Kirche zum Ziel hat oder gar zur Voraussetzung, die all dem widersprechen muss, was wir im Neuen Testament von Jesus hören. Es gibt noch ein weiteres. Aus Zeitgründen müssen wir unbedingt überlegen, wie denn nun die Kirche da hineinkommt. Wir haben eigentlich einen Staat, der in sich ruhen könnte. Und wenn eine Kirche noch gebraucht wird im Sinne des Thomas,
dann müssten Sie sich das Gebäude so anschauen wie eine romanische Kathedrale. Das ist säulenschwer, kompakt, eine Grundlage, die fest ist. Und das Gewölbe zieht sich und spannt sich darüber den Himmel, verkörpernd und verheißend. So jetzt die Kirche. Ihrer Natur nach verwaltet der Mensch sich selber in staatlicher Hoheit. So hat Gott ihn geschaffen und so tut er, so ist denn auch der Staat, wie es ihn gibt, als Geschöpf von Gott selber so eingerichtet. Wer dem Staat gehorcht, gehorcht gleichermaßen auch damit Gott. Über diese endlichen Zielsetzungen des Wohlergehens in den paar Jahren, die wir hier leben, gehört nun freilich die Verheißung einer jenseitigen Welt, eines ewigen Heils, nicht mehr nur die Felicitas, sondern die Beatitudo. Und für die hat eingerichtet Gott die Kirche, seine Kirche, die römisch-katholische Kirche, selbstverständlich. Sie hat eine eigene Ordnung und sie erbaut sich auf dem Wohlergehen des Staates. Sie hilft mit, sie heiligt, was nötig ist, damit der Staat funktioniert. Und der Staat selber begrüßt den Papst, weil die Zufriedenheit der Menschen mit dem ewigen Heil und der Hoffnung über das irdische Leben hinaus gewährleistet bleibt. Beides fügt sich da aufs Beste ineinander und zueinander. Und das ist die Lehre, wie ein Fürst regieren soll und auch wie ein Papst sich selber versteht. Ein Problem hat dabei Thomas zu begründen, warum das alles christlich sein soll. Und da hält er fest. Die Heiden, die Nichtchristen, hatten Priester wie die Christen auch. Aber die hohen Priester der Heiden unterstanden dem Kaiser oder dem Staatsoberhaupt, denn sie dienten den Göttern. Sie waren abhängige Staatsbeamte. Das ist nun anders im Christentum. Da ist die letzte Machtinstanz, der Vermittler zu Gott selber, nicht der Kaiser, sondern der Papst in Rom, der Bischof von Rom, das Oberhaupt der Kirche selber, der setzt den Kaiser ein. Und also ist durch seinen Segen die irdische Macht in Gottes Händen gegründet. Aber vom Papst selber geht die Macht aus. Er überwölbt das Ganze mit seinem Segen und mit seiner Kraft. So Thomas von Aquin. Und das muss so sein und kann sein, weil Jesus selber als der hohe Priester Gott existiert im römischen Papsttum. Der Gottmensch ist natürlich unendlich viel mehr, Christus unendlich viel mehr als sein irdischer Kaiser. Das Entscheidende dabei ist, dass an keiner Stelle hier in diesem Traktat wirklich die Rede ist von Erlösung. Es hat davor sich Anselm von Canterbury Gedanken gemacht in seinem Traktat, warum wurde denn Gott Mensch? Es sei dies notwendig gewesen zur Erlösung der Menschen. Auch damit könnte Thomas irgendwie umgehen, aber darüber gibt er sich an dieser Stelle keine Rechenschaft. Vor allem fragt er überhaupt nicht, wovon denn Menschen erlöst werden sollten, wie sie denn leben, wenn sie es nicht sind, was es bedeutet, jenseits des Paradieses, jenseits von Eden, die Menschen wieder zu werden, als die wir eigentlich von Gott geschaffen wären. Alles Brüche, die bei Thomas gut aristotelisch wie Nicht-Existenz weghypnotisiert werden. Wir haben ein Papsttum, das sich mit dem Kaisertum aufs Beste verständigt. Und begreifen Sie, warum die Einleitung gar nicht so lang war. Thomas selber als Zeitzeuge kann an jeder Stelle sehen, wie erbittert der Kampf ist zwischen dem römischen Papst und dem Stauferkaiser, wie beide sich derart aneinander im Machtgerangel gegeneinander abarbeiten, dass am Ende das Papsttum geschwächt wird, die Stauferdynastie zerbricht und das Kaisertum zusammenschrumpft. Die Folge ist die Entwicklung der Nationalstaaten, auch die Schwäche deswegen des Papstes. Er muss mit jedem Landesfürsten neuerdings mit Einzelnen verhandeln. Er hat keinen Papst mehr, der in großem Stil gewissermaßen Gesamteuropa ihm zu Füßen legen könnte. Für Thomas all dies kein Problem. Es ist aber eins. Wie kann man leben in einer Realität, in der der Papst selber beansprucht, nicht mehr ideell als Nachfolger des Christus, vor Gott, des Gottmenschen selber, repräsentativ
eine Gewalt zu haben vom Himmel her über alles Irdische, sondern der daraus ernst macht. Ein Papst, der bestimmt, dass er zu sagen hat, was im Staat geschieht, der weltliche Macht zu besitzen beansprucht. Darum im Grunde ging es ja die ganze Zeit zwischen Kaiser Friedrich II. Etwa und dem römischen Papst. Es ging um Machtspiele, es ging um Kämpfe, um Regionen, um Territorien, um Einflusssphären. Wie lebt man damit? Keine Frage bei Thomas von Aquin. Sein romanischer Kirchenbau ist philosophisch vollkommen eingerichtet. Und er steht da gänzlich ohne Riss und Makel. Weglassen kann ich aus Zeitgründen und muss ich, sie haben ideell genug gelernt, dass Thomas auch darüber nachdenkt, wie man denn Städte einrichten sollte. Sie sollten in Flusslagen sich befinden, sie sollten landschaftlich schön gelegen sein. Er denkt sogar daran, dass der Wind ordentlich kommen müsste, damit die Menschen darin durchatmen können. Und er hat chronisch etwas gegen die Händler. Das ist merkwürdig, weil das Mittelalter gerade dabei ist, sich zum Händlertum zu entfalten, auch die Geldwirtschaft langsam in Gang zu bringen. Thomas sieht nicht die ökonomischen Schwierigkeiten. Er argumentiert damit, dass die Händler leben von dem, was andere hergestellt haben. Und das in seinen Augen zerreißt die Kooperation, den Zusammenhalt von Menschen. Die Händler nutzen die Arbeitskraft derer aus, die wirklich gearbeitet haben. Sie verdienen mit fremder Leute Arbeit, die sie dann verkäuflich auf dem Markt anbieten und verschaffen gegen Preise, die sie selber festlegen. Und sie sorgen für zu viel Bewegung zwischen den Kulturen und den Einflusssphären. Sie stören die Ruhe eigentlich, in der selige Thomas von Aquin leben wollte. Das alles können wir auf uns, auf sich selber beruhen lassen. Man sieht nicht mehr, will ich nochmal betonen, was Sie aus dem Neuen Testament lernen könnten und was wir eigentlich als Motiv unserer ganzen Vorlesung unterlegen. Dass Jesus diese Welt, auch die Staatsgebilde, betrachtet als Organisationsform inmitten einer Gefangenschaft der Angst und der Unmenschlichkeit. Jesus wollte, dass wir die Türen des Krankensaales unseres Bewusstseins öffnen. Und er wollte dabei nicht einen neuen Flicken auf ein altes Tuch nähen. Aristoteles jetzt auf die mittelalterlichen Formen der Staatsverwaltung. Er wollte von Gott her in einem unbedingten Vertrauen in die Güte des Vaters die Welt der Angst, der Gewalt, den Krieg und Strafrecht, der inneren Zerrissenheit überwinden. Er setzte seine Botschaft vom Anbruch der Gottesherrschaft nicht als Schmankerl, dem Bestehenden zur Krönung auf. Er wollte mit dem dringlichen Verlangen, dass endlich Gott die Geschichte der Menschen wirklich bestimme, die Bedingungen unserer irdischen Existenz bis in die Strukturen des Sozialen und Politischen hinein umwandeln. Das hätte Thomas von Aquin zum Teil auch aufgegriffen. Sein großes Anliegen im Fürstenspiegel ist nicht Gerechtigkeit, trotz seiner Lehre vom Mittelmaß und Mittelstand. Eigentlich will er Frieden. Und die Harmonie, die er einfach voraussetzt und beschreibt oder metaphysisch als gegeben erklärt, dient der Beibehaltung von Frieden, der Beseitigung von Krieg. Frieden bedeutet ihm, dass die Verwaltung nicht in die Hände von Tyrannen gerät, sondern vernünftigen Herrschern, die dann auch untereinander zur Verständigung fähig werden. Ganz anders sehen Sie es im Neuen Testament. Da wird Jesus sagen, mein Frieden gebe ich euch und versteht darunter nicht das im Schachhalten mit Angst, mit Militär, mit etablierten Kasernen, in denen das Training der Kriegsführung geübt wird, auch nicht das verwaltungstechnisch geordnete Zusammenleben der verschiedenen Schichten einer Gesellschaft in ihren divergierenden Interessen und Bedürfnissen. Er möchte entsprechend der Legende des Lukas-Evangeliums jetzt in den Vorweihnachtstagen, dass Frieden auf Erden sei unter Menschen, die Güte glauben können.
Nicht, wie man die sogenannte natürliche Ordnung staatlicher Gewalt nach innen wie nach außen im Straf- und Kriegsrecht umdeutet in Gottes Willen und verewigt in dem Bild vom großen Weltgericht, macht den Sinn und die Sprengkraft dessen aus, was Jesus als sein Feuer auf die Erde werfen wollte, sondern wie man das Licht Gottes hineinträgt in die Finsternis dieser Welt. Die ganze Weltgeschichte wäre gehüllt im Sinne Jesu in eine solche Dunkelheit, in die er kam. Und wir stellen fest, dass das Johannesevangelium recht hat. Die Finsternis hat ihn nicht erkannt. Das Lesen sieht im ersten Kapitel, Vers 14. Alles, was Gesetz heißt, selbst in der Bibel, kam von Moses. Aber die Wahrheit, wir sagen die Offenbarkeit Gottes selber, sagen wir seine Güte, seine bedingungslose Zugewandtheit, kam durch Jesus Christus. Und das eben hat die Finsternis dieser Welt nicht erkannt. Sie hat selber erklärt, sie sei ja das Licht, sie sei ja die Vernunft, die alternativlos eingesetzte Pragmatik. Das alles hat, ob er wollte oder sich zugeben konnte, Thomas von Aquin mit Aristoteles gerechtfertigt. Er hat die Herausforderung des Christlichen im Raum des Politischen nicht begriffen, gar nicht erst sich selber gestellt, geschweige denn beantwortet. Was Thomas also an dieser entscheidenden Stelle mit seinem Traktat bewirkt, gleicht in etwa der Beleuchtung einer Dunkelkammer von außen, diese Welt im Inneren. Die Weltgeschichte ist eine Dunkelkammer und das Licht des Verstandes seiner Philosophie richtet Thomas darauf, nicht um sie im Inneren zu erhellen, ganz im Gegenteil, sie kann nur noch dunkler werden. In ihrem Inneren wird die Verfinsterung noch verstärkt, sie wird ja bestätigt. Man macht darin nichts verkehrt. Diese bittere Bilanz verweist auf eine Ursache, die über die staatsphilosophische Problemstellung hinaus die gesamte Methodik der scholastischen Theologie betrifft. Sie versucht, die Person und Botschaft Jesu in rationalen Kategorien, entlehnt der griechischen Philosophie, zu beschreiben, um dann die Offenbarung Gottes in objektiven Lehrinhalten für die kirchliche Unterweisung festlegen zu können, scholastisch zu handhaben. Dabei wird übersehen, dass die Aussagen über die Beziehung Jesu zu Gott nicht Seinsaussagen sind, keine ontischen Prädikate, sondern Beziehungsaussagen in der Einheit des Vertrauens und der Liebe. Daraus wird in der Christologie eine Identität von Person und Natur. Daraus wird in der Staatslehre ebenfalls eine Wesenseinheit von Kirche und Staat. Das ist eine Entwicklung, die hat Thomas nicht selber zu verantworten. Sie beginnt schon im zweiten Jahrhundert nach Christus. Sie hat aber auch dieses Bedenkliche zur Folge, dass man nicht mehr nach Art der Dichter, der Musiker, der Maler, der Künstler in die Seele der Menschen hineinredet und die Symbolsprache der Bibel weiterführt, sondern in griechischen Kategorien ausformuliert, was da gemeint sein könnte. Das ist nun Aristoteles in der einfachsten Form. Zu Kategorien gehört die Wahrheit, die logisch bestimmt entweder zutrifft oder nicht zutrifft. Ein drittes ist ausgeschlossen. A ist gleich A und kann nicht B sein. Und B ist gleich B. Genauso, wenn Sie Gott oder die Botschaft Jesu in Begriffe setzen, dann muss es immer präziser, immer logisch klarer werden und es wird immer nadelspitzer. Es tut immer mehr weh. Wenn Sie symbolisch denken, wenn Sie Mythen interpretieren, können Sie in Aspekten denken. Die Logik ist perspektivisch. Das ist so, wie wenn Sie am Stadtrand von Paderborn sich bewegen und Sie können natürlich vom Max der Grund aus wunderschöne Bilder machen, aber auch aus der Innenstadt. Sie können über die Pader weg zum Dom fotografieren. Sie können den Padersee und die ganze Landschaft von Paderborn ins Bild nehmen. Wunderschön. Sie haben lauter verschiedene Perspektiven und jede widerspricht der anderen, indem sie ein anderes zeigt. Aber komplementär verbunden haben sie viele zutreffende Ansichten von der Stadt Paderborn. Wählen Sie eine Perspektive zum Beispiel, weil Sie eine Stadt durchziehen wollen mit einer einzigen Verkehrsstraße, die zur Hauptverkehrsader werden soll, gibt es nur noch diese Straße. Alles andere ist abweichend, also falsch.
steht unter polizeilicher Kontrolle, darf nicht mehr befahren werden. So ähnlich wird die Theologie. Sie steht am Ende mit ihrer Begrifflichkeit sich selber stets im Wege und macht permanent die Abweichler zu Ketzern. Sie hat das Problem der Strafe in ihrem eigenen Inneren. Und davon werden wir spätestens in der übernächsten Stunde reden. Wir werden hören in der nächsten Stunde, wie Marsilius von Padua, eigentlich direkt in der Nachfolge, Anfang des 14. Jahrhunderts, das Verhältnis von Staat und Kirche, Papst und Landesfürst oder Kaiser, thematisiert in seiner Zeit und den Gegensatz für so peinlich empfindet, dass das Reden vom Frieden, das das Anliegen des Thomas war, fast für ein Wunschdenken, für einen Selbstbetrug ausgegeben werden muss. Für Marsilius von Padua nächste Stunde ist es die Kirche selber, die den Frieden verhindert, die immer dazwischen tritt, aus eigenen Machtgelüsten Staaten gegeneinander aushetzt, im Inneren der Staaten dafür sorgt, dass immer neue Zwiespältigkeiten entstehen. Es muss der Papst zurückgedrängt werden auf seine eigene Domäne, die wäre eine rein geistige. Aber er hat sich angemaßt, in die irdischen Zusammenhänge hineinregieren zu wollen, gegen die Landesfürsten, gegen den Kaiser. Also muss man beide in zwei Welten polarisieren. Man muss die Politik säkularisieren, damit sie sich nicht mehr auf die Kirche beruft, und die Kirche spiritualisieren, damit sie aufhört, sich zu politisieren. Eine neue Schizophrenie, die aber wenigstens eine Ordnung schaffen will, inmitten einer ständig feindseligen Zusammengehörigkeit, des Unvereinbaren. Auch Marsilius denkt nicht daran, dass man den Staat von der Botschaft Jesu her erneuern und verändern müsste. Mit der Kirche, die es gibt, scheint es fast unmöglich, denn sie übertreibt noch alles Unrühmliche am Staat, in dem sie selber Staat sein will. Das behalten die Katholiken unter ihnen im Gehör. Wir haben einen einzigen Kirchenstaat, ein Novum in der UNO. Keine Religion, die da auftaucht als Staat, außer dem Vatikan. Da hat man es geschafft, aus dem Erbe des Thomas von Aquin sich zu rekonziliieren, zu repräsentieren in der UNO als einer der Staaten mit gleicher Schulter mit den irdischen Staaten. Und der Papst eigentlich müsste betrachtet werden, der Vatikanstaat, als das Bessere, das Alleinwissende, das Wahrheitsverfügende und Besitzende unter allen, der Leuchtturm der Völkerwelt. Es verschlägt wenig bei all dem noch, dass, wie wir schon angedeutet haben, Thomas von Aquin kein Freund der Demokratie ist. Er simpel der Meinung, zum Frieden gehört, dass das Gezänk um die Macht ein Ende findet. Ein Einziger hat das Sagen. Wir könnten es heute paraphrasieren: auf jedem Schiff, das fährt und segelt, ist einer, der das alles regelt. Ein einziges zentrales Kommando, dann ist der Frieden ausgemacht. Ob das vom Erbe oder durch Wahl bestimmt wird, mag dahinstehen, bleibt für die Zukunft offen behalten. Die Demokratie-Skepsis allerdings des Thomas ist nicht ohne weiteres vom Tisch zu wischen. Es mag ja sein, dass, wenn die vielen regieren, wir das haben, was vorhin schon als Oligarchie befunden wurde und nur zum Schein noch eine Demokratie sich nennt. Es möchte sein, dass im Grunde die Despotie des Kapitals viel mächtiger ist. Und dann wäre es gut, wir hätten einen Einigen, der mit Weisheit regieren würde, ein Gandhi zum Beispiel in Indien. Es möchte dann sein, dass eine Demokratie in der Sansculottenwirtschaft gar nicht so anstrebenswert wäre. Und die Demokratie, die wir hätten, eine große Täuschung. Wir dürfen uns da nicht mehr mit Begriffen begnügen. Wir müssen schauen auf die Wirklichkeit. Aber das wäre, dass wir über den heiligen Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert hinausgehen, mit Vergleich zur Gegenwart. Heute wünsche ich Ihnen einen schönen Samstag. Interesse weiter an einem Stoff, von dem Sie merken, er hört nicht auf, spannend zu sein. Im Weiteren Marsilius von Padua. Dann werde ich ein Stückel überschlagen. Vieles werden Sie später im Buch, zweiten Band von Christentum und Strafrecht richtet, nicht nachlesen können. Und dann kommen wir dahin, wie die Kirche ihre verloren gehende Macht wiederherstellt,
indem sie selber nicht mehr auftritt als Politik neben den Herrschenden, aber als Macht gegenüber den eigenen Gläubigen, und sie regiert überall, bis ins Seeleninnere hinein. Sie hütet die Wahrheit, sie bekämpft die Ketzer, und sie hat kein schlimmeres Verbrechen als die Irrlehre. Die Beleidigung Gottes. Man braucht keine Straftaten mehr, es genügt, das Gedankenverbrechen abweichend zu denken. Die Inquisition, hunderte von Jahren. Und der Staat wird der gefügige Gehilfe sein. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, die Kirche hat ja nie jemanden getötet, die Kirche ist unschuldig und rein. Das kann man haben. Man nennt das Auftragsmord. Da wird die Kirche groß. Aber das ist die übernächste Stunde. Die nächste ist lohnend, wenn wir den letzten Versuch geschichtlich uns anschauen, die Kirche so einzuschränken, dass das nicht aus ihr würde, was unfehlbar aus ihr geworden ist. Für diesmal alles Gute, in 14 Tagen hören und sehen wir uns wieder, wenn Sie denn dabei sind. Alles Gute in der Vorweihnachtszeit. Nehmen Sie die Botschaft des Neuen Testamentes beim Wort. Eine neue Welt ist nicht nur möglich, sie ist Pflicht für jeden Christen. Glauben Sie nicht, was Kaiser Augustus diktiert. Hören Sie auf die leise Stimme der Engel. Mindestens in der Vorweihnachtszeit und dann für immer. Dankeschön.